Hallo, herzlich willkommen zu einem Get Unready With Me. Genau, ihr konntet wahrscheinlich hier oben gerade sehen, unterstützt durch Produktplatzierung. Und zwar werde ich heute meine komplette Schminke, die ich schon den ganzen Tag drauf habe, mit Drogerieprodukten runternehmen. Und zwar gehöre ich zu der Garnier Hautclass Squad. Ich bin eine der vier Hauttypen. Genau, und zwar sind wir vier Mädels und jede hat ihren Hauttypen. Und zwar gehören da noch Madame Tamtam, typisch Sissy und TN Twinks. Dazu, also Jasmin und Sissy. Falls ihr nämlich einen anderen Hauttypen habt, also einen anderen Hauttyp seid, super ölig, super trocken, wie auch immer, könnt ihr auf jeden Fall noch bei den anderen Mädels vorbeischauen und da gucken, welche Reihe denn so zu euch gehören könnte. Ich stelle euch jetzt aber mal ganz kurz meinen Hauttypen vor, beziehungsweise meine Produkte, also beides. Und zwar geht es um die Garnier Skin Active Hautklar Sensitive Reihen. Also um die Sensitive Reihe. Ich bin einfach die Sensitive Reihe. Yay! Wir wurden natürlich alle gefragt, hey, was für einen Hauttypen hast du? Und dann haben wir den so ein bisschen bestimmt und wir haben dann festgestellt, beziehungsweise ich habe festgestellt, dass ich doch ein Sensitive Hauttyp bin. Und zwar stelle ich euch mal alle drei Produkte vor, die zu der Sensitive Reihe gehören. Und zwar ist es einmal das Hautklar Sensitive Gesichtswasser. Ihr wisst, dass ich Gesichtswasser immer in meiner Gesichtsreinigungspflege habe und dass ich Gesichtswasser jeden Tag benutze, wenn ich ungeschminkt bin, sogar irgendwie den ganzen Tag, immer und immer wieder. Und das Gesichtswasser sagt Anti-Unreinheiten, Pflege, Gesichtswasser klärt und verfeinert Poren und beruhigt die Haut mit klärender Salicylsäure. Und es ist auch überall Hamamelis drin, die nennt sich auch, ich habe mir das aufgeschrieben, Zaubernuss. Genau, Zaubernuss, damit ich nicht so durcheinander bringe. Dann haben wir hier noch das Hautklar Sensitive Anti-Unreinheiten Waschgel. Das braucht man natürlich auch zum Abschminken, ganz klar. Hier ist auch noch Zink drin und Zink reinigt die Haut und minimiert die Poren halt sichtbar und das alles ohne die Haut halt auszutrocknen. Und dann kommen wir noch zum letzten und zwar ist es die beruhigende Feuchtigkeitspflege. Anti-Unreinheiten, beruhigende Feuchtigkeitspflege. Ist erstmal hier in so einem Paket drin und wenn man das dann öffnet, dann findet man eine Tube, die ich übrigens sehr, sehr süß finde. Und da ist auch wieder Salicylsäure und Hamamelis oder eben Zaubernuss drin. Und das alles ist eben die sensitive Reihe, also für sensible Haut, wenn man juckt oder wenn ich habe so manchmal Stellen, die jucken und dann kratze ich das, dann wird das rot. Oder wenn ich halt schlecht gegessen habe, wenn ich wenig getrunken habe, wenn ich wenig geschlafen habe, wenn ich meine monatlichen Frauenprobleme kriege, neige ich halt zu Unreinheiten. Und genau deswegen habe ich mir halt diese Reihe ausgesucht und deswegen werden wir uns jetzt damit abschminken. Los geht's! Also ich werde euch jetzt nochmal kurz was zeigen, was ich für meine Mascara verwende. Ich verwende für den Alltag jetzt natürlich keine falschen Wimpern oder sowas, sondern ich gebe mir einfach zwei, drei Schichten Mascara drauf. Seitdem ich keine künstlichen mehr drauf habe. Und ich verwende immer schon, seitdem es das gibt, das Garnier Skin Active Micellenreinigungswasser. Das hier. Ich glaube, das habe ich euch auch schon eine Million Mal in meinen Aufgebrauch-Videos gezeigt. Ich habe das auch noch in klein damals mir gekauft. Und ich nehme das halt immer mit auf Reisen. Und ich habe das halt auch immer in meinem Schminktisch drin, weil ich dann einfach mit einem Q-Tip reingehen kann und sauber machen kann, ohne dass es meine Haut oder meine Augenpartie austrocknet, weil ich bin sehr, sehr vorsichtig mit meiner Augenpartie, weil die Haut um die Augen drumherum 10-mal dünner ist als eure Haut jetzt zum Beispiel hier. Und deswegen, ich habe natürlich auch schon neues. Das ist völlig klar. Und ich nehme jetzt einfach Wattepads dafür, gebe da, ja, je nach Gefühl, mit Zellenwasser drauf. Ich hatte ehrlich gesagt, also ich lege mir das Wattepad jetzt so ein bisschen auf die Augen. Wir sprechen jetzt mal so ein bisschen über meine Haut. Vielleicht könnt ihr euch ja ein bisschen damit identifizieren oder ja. Also ich habe eigentlich immer pflegeleichte Haut gehabt. Dann hatte ich super ölige Haut während der Pubertät. Also ich hatte unfassbare Akne. Also so, sagen wir mal Pickel, weil man weiß nicht, ob es wirklich Akne war. Auf jeden Fall bin ich zum Hautarzt gegangen. Also ich drücke mir das mit Zellenwasser so ungefähr 10 Sekunden dagegen und dann hat es schon super viel Mascara runtergenommen und dann wische ich das einfach weg. Und das bricht halt meine Wimpern nicht und ich kann halt ohne Reiben, ohne einfach das Wattepad halt drauflegen und meine Mascara so runternehmen. Auf jeden Fall hat das immer so bei mir gewechselt und seitdem ich so aus der Pubertät raus bin, sagen wir seit, okay, ich war lange in der Pubertät. Nee, sagen wir seit etwa 2 Jahren ungefähr habe ich so eine sensible Haut. Also wenn ich jucke, wird das rot und ich kriege manchmal, wenn ich, vor allem wenn ich allergisch bin oder sowas, ja, auf irgendwas, dann kriege ich direkt Pocken im Gesicht und dann jucke ich das direkt. Ich habe mich halt einfach für diese Reihe entschieden, weil da Zaubernuss oder Hamamelis drin ist, wenn es ein Zungenbrecher, weil das halt auch in der Medizin verwendet wird. Das wird im medizinischen Bereich, sage ich jetzt ganz klar, das wird im medizinischen Bereich für gegen Entzündungen, Juckreiz, blutstillend ist das. Gegen all das wird das halt verwendet und deswegen habe ich mich definitiv
für diese Reihe entschieden. Und ihr kriegt die Reihe natürlich auch schon in der Drogerie. Ihr könnt, ich verlinke euch mal ein Video in der Infobox. Also ich habe jetzt nochmal ein sauberes Wattepad genommen und einfach noch ein bisschen mit Zellenwasser draufgegeben. Und jetzt nehme ich so den Überschuss nochmal weg. Aber das kann man halt alles super vorsichtig machen. Und ja, seht, da ist halt echt viel Schmutz drauf. Man sieht voll, dass ich brauner geworden bin, ne? Weil ich war jetzt in den letzten Tagen oder letzten Wochen immer irgendwo. Und ich bin halt voll braun geworden und mein Make-up ist immer noch das gleiche. Auf jeden Fall habe ich halt auch in den letzten 2 Jahren super viele Foundations ausprobiert. Super viele Concealer, Puder, egal was. Und natürlich wehrt sich die Haut dann und sagt so bei einer oder anderen Foundation, ey, nicht mit mir, das machst du nicht mit mir nochmal. Oder ey, das passt überhaupt nicht zu meinem Hauttypen oder da ist zu viel Öl drin oder da ist keine Ahnung. Es kann ja nicht jede Foundation zu jedem Hauttypen passen. Und dadurch kann es natürlich auch sein, dass ich meinen Hauttypen so ein bisschen selbst verändert habe und dass ich ihn selbst so sensibel gemacht habe. Und dadurch, dass ich halt auch so viel unterwegs bin, muss ich natürlich auch immer gucken, was ich esse. Und es verleitet natürlich einen, dann auch mal zwischendurch schnell was zu holen, hier und da, mal ganz schnell Fast Food. Und das ist natürlich auch ein No-Go für die Haut. Da wehrt sie sich natürlich auch und dann entstehen Unreinheiten, trockene Stellen und alles. Ne? Ich würde auch sagen, zu Zeiten von Social Media ist das ein bisschen tricky manchmal. Also man sieht immer so perfekte Haut und man sieht immer so, ja, alles ist halt perfekt. Ne? Ich habe zwar jetzt noch nie wirklich Hate bekommen, muss ich wirklich sagen. Also ihr seid immer super, super lieb zu mir. Sagt nicht, ja, hey, deine Haut ist hässlich oder so. Natürlich habe ich schon mal gelesen, so, ey, deine Haut ist schlechter geworden, ist alles okay oder irgendwie sowas, aber halt so wirklich richtig heftige Kritik habe ich noch nie gelesen. Natürlich ist es halt so, man sieht super viele Social-Media-Beiträge. Ich habe jetzt auch meine Augenbrauen damit runtergenommen. Und man denkt sich so, okay, vielleicht bin ich nicht genug oder ich stehe ja auch so in der Öffentlichkeit oder poste viele Bilder und zeige mich viel vor der Kamera und treffe Menschen auf der Straße, die ich zuvor nie gesehen habe und die sprechen mich dann an und dann denke ich mir so, oh, okay, sah meine Haut gut aus, sah meine Foundation gut aus, sah das cakey aus und ich habe euch schon immer gesagt, ey, Foundation kann nur gut aussehen, wenn die Haut darunter gut ist und gesund ist und gut gereinigt ist und ihr gut geschlafen habt und genug Wasser getrunken habt und so weiter. Und was ich halt festgestellt habe für mich, also ich nehme jetzt noch ein Wattepad, weil ich bin halt heute Morgen aus Spanien wiedergekommen und ich hatte einen langen Flug und dann bin ich noch essen gegangen mit einer Freundin und so weiter und ich wollte halt, dass meine Foundation den ganzen Tag hält, deswegen habe ich sie sehr, sehr gut gesettet und alles und deswegen nehme ich jetzt nochmal ein Wattepad mit Micellenwasser und nehme nur so die erste Schicht runter und ich sag's euch, das reicht definitiv nicht. Also es reicht nicht mit einem, für mich zumindest nicht, mit einem Micellenwasser einfach nur drüber zu gehen und zu sagen, okay, oder mit einem Abschminktuch oder sowas. Es ist so ein, ja, okay, ich habe mich ganz, ganz wenig geschminkt heute und ich brauche keine krasse Abendroutine oder sowas jetzt. Aber auch wenn ich mich den ganzen Tag über nicht geschminkt habe, mache ich genau dasselbe. Natürlich jetzt ohne Mascara, ne, weil die Mascara ist ja dann nicht drauf und das sieht ja jetzt echt, echt eklig aus, ne. Ich reinige immer mein Gesicht und ihr habt auch, also ich mache wirklich alle Steps. Ich mache danach das Waschgel drauf. Also ich nehme euch jetzt gleich mit ins Bad oder wir machen das hier eben. Mache das Waschgel drauf und danach mache ich mein Gesichtswasser so oder so drauf und danach mache ich meine Creme drauf. Und ihr habt mich auch schon bei Instagram Live gefragt, ey, wenn ich mich halt vor Instagram Live abgeschminkt habe, ey Tara, machst du das wirklich jeden Tag? Und ich mache das jeden Tag, weil für mich hat sich meine Haut, weil ich diese Routine beibehalten habe, weil ich Gesichtsreinigung, weil ich Gesichtswasser und Creme aufgetragen habe, viel, 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 also deutlich verbessert, als wenn ich jetzt einfach nur mit einem Kosmetiktuch drüber gehe oder einfach nur mit Zellenwasser nehme oder nur Reinigungsgel. Also ich benutze immer Reinigung, Gesichtswasser und Pflege. Da linke ich euch noch ein Video in der Infobox, da hat ein französisches Model, die bekannt ist für ihre Unreinheiten, hat diese Hautserie getestet, also die Sensitive-Reihe war das, glaube ich, auch, genau. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in der Infobox, 28 Tage und da könnt ihr nach, also sie vloggt das so mäßig, ne? Das Video geht nicht lang, 2 Minuten oder so ist es zusammengeschnitten worden, aber man sieht wirklich nach 28 Tagen und es ist halt ungelogen, es ist halt, man sieht, okay, die Haut ist nicht jetzt von Tag 1 bis Tag 28 brutal, heftig, megamäßig, übertrieben gut geworden, sondern sie hat sich einfach
um einiges gebessert und das zeigt mir halt so, dass es halt nicht gefaked ist. Wisst ihr, wenn sie jetzt gar nichts mehr gehabt hätte, weil sie hatte wirklich so Unreinheiten, dann würde ich sagen, okay. Aber es ist halt wirklich so, dass sie, auch als ich dieses Video gesehen habe, ich gedacht, okay, es ist nicht so übertrieben, dass man sagt jetzt, ich werde jetzt mal kurz meine Finger anfeuchten. Das mache ich nämlich immer, wenn ich ein Waschgel nehme, einfach Finger anfeuchten und dann komme ich gleich wieder. So, Finger sind nass. So, man kann jetzt natürlich auch sagen, ja, okay, warum Garnier? Garnier war für mich schon von Jugendliche auf. Also ich habe mir das einfach so Haselnussgröße ungefähr auf die Finger verteilt oder einfach nur draufgegeben. Und dann verreibe ich das so. Und das mache ich wirklich bei immer, immer. Und ich nehme das auch, ich nehme immer mein Waschgel auch mit unter die Dusche und mache das dann auch nochmal. Und dann verreibe ich das einfach. Und das riecht so gut, so frisch. Es riecht richtig, richtig gut. Mir ist der Geruch natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und auf jeden Fall, warum Garnier? Garnier hat mich zum Beispiel meine Jugend begleitet. Also wirklich meine Jugend. Meine Mama hat es schon damals für mich eingekauft. Und natürlich in der Drogerie ist es natürlich super leicht, an die Produkte dran zu kommen. Das muss man nicht übers Internet bestellen. Bisher, also ich hatte ein dermatologisch getestetes Produkt, was sehr, sehr gut ist. Und ja, deswegen habe ich mich auf jeden Fall für Garnier entschieden. Und dann gehe ich nochmal über meine Augen. Aber nur so leicht, weil, wie gesagt, die Augenpartie ist einfach mega dünn. Man sollte da überhaupt nicht reiben. Und dann wasche ich mir das Ganze wieder ab und bin gleich wieder da. So, ich habe einfach mein Gesicht mit kaltem Wasser abgespült. Ich mache das immer mit kaltem Wasser, weil bekanntlicherweise ist warmes Wasser jetzt nicht so gut für die Haut. Und dann gehe ich einfach mit einem Handtuch, was ich alle 2 Tage wechsle, was auch niemand anderes für sein Gesicht benutzt, drüber und tupfe das Wasser ab. Also ihr könnt auf jeden Fall auch nochmal auf Garnier.de, das verlinke ich euch auch in der Infobox, nochmal nachlesen, also nochmal genaueres nachlesen zu den Produkten. Da kann man dann auch nochmal auf Infos klicken und dann gucken, welche Inhaltsstoffe sind da drin oder was machen diese Inhaltsstoffe, das ist auch nochmal beschrieben. Und dann verlinke ich euch auf jeden Fall noch das Video von diesem französischen Model, Marianne hieß sie, genau. Diese 28-Tage-Challenge und ich bin voll gespannt, was die Mädels, wie die ihre Hauttypen, wie die das in ein Video integrieren. So, meine Haare sehen auch jedes Mal so aus, wenn ich mich fertig gemacht habe. Also wenn ich mein Gesicht gewaschen habe und so, sehen meine Haare immer genauso aus. So, und jetzt werde ich das Gesichtswasser verwenden. Ich bin ja der brutalste Gesichtswasser-Fanatiker überhaupt. Und da ist eben halt auch die Salicylsäure drin und Mamelis, also Zauberkuss. Und das ist halt so gelartig, ja? Man erkennt das ja in der Flasche, dass das so gelartig ist. Und ich kippe mir das einfach auf mein Wattepad drauf. Und ich gehe jetzt aber auch nie mit einem Gesichtswasser über meine Augen drüber. Das würde ich niemals mit einem Gesichtswasser machen. Und ihr seht, das Gesichtswasser nimmt auch nochmal so ein bisschen was runter, was man eventuell vergessen hat, sich zu reinigen oder wo man nicht richtig hingekommen ist. Das nimmt halt das Gesichtswasser auch nochmal weg. Ich habe natürlich auch, oder beziehungsweise Garnier hat uns auch gesagt, ihr dürft gerne Produkte verlosen. Und ich würde sehr gerne die Gesichtsreihepflege an euch verlosen. Und ich findet aber alle Infos zu der Infobox. Die einzige Frage, die ich halt von euch beantwortet haben will, ist, ob ihr diese Reihe schon entdeckt habt. Habt ihr sie schon in der Drogerie gesehen? Habt ihr sie vielleicht schon getestet? Was hält ihr davon? Ja, das wäre so meine Frage. Und übrigens, ich konzentriere mich mit dem Gesichtswasser immer auf die Stellen, die am meisten Talg abwerfen. Normalerweise wäre ich jetzt fertig, aber ich zeige euch das nochmal. Ich konzentriere mich auf jeden Fall auf die Stirn. Und vor allem hier, rechts und links. Ah, jetzt habe ich ein vom Wattepad im Auge. Auf die Stellen, die bei mir am meisten Talg abwerfen, das ist definitiv die T-Zone. Ich gebe euch jetzt nochmal ein paar Tipps, damit ihr halt keine, oder damit ihr Unreinheiten umgehen könnt. Und zwar, wenn ihr zu spät nach Hause kommt, Mädels, dann schminkt euch immer ab. Wirklich, egal ob ich um 8 Uhr abends nach Hause komme oder ob ich um 8 Uhr morgens nach Hause komme nach einer Nacht, weil ich, egal wo war, bei Freundinnen oder egal was ich gemacht habe, ich schmink mich immer zu 100% ab. Wirklich, ich mache diese ganze Routine jeden Abend. Es führt kein Weg bei mir daran vorbei. Ich wasche natürlich meine Pinsel. Natürlich, klar, das Leben ist halt so. Also wenn das ja perfekt wäre alles, dann würden wir jetzt keine Gesichtsreihepflege brauchen oder keine Produkte, die uns dabei helfen. Aber dadurch, dass es halt der Alltag einem es etwas schwieriger macht, dass man zum Beispiel nicht viel getrunken hat, wenn man viel arbeiten musste oder schlecht gegessen hat, wenn man viel unterwegs war, dann hilft einem natürlich, dafür ist ja die Reihe da, oder beziehungsweise dafür ist sie ja der perfekte Begleiter, weil man jeden Tag irgendeinen Fehler macht und den Umwelteinflüssen
ausgesetzt ist. Dafür ist ja so eine Gesichtsreihepflege da, einfach damit sie das wieder ausbalancieren kann und unsere Haut wieder helfen kann, sich zu regenerieren. Wow, das hätte ein Werbeslot sein können, also so eine Werbesendung. Wenn man viel Kaffee trinkt, wenn man viel Stress hat, wenn man wenig schläft, also ich mache mir gerade übrigens die Gesichtspflege drauf, das gebe ich immer auf saubere Finger, also es gibt mir so zweimal, drücke ich so leicht drauf. Wow, was für eine Beschreibung. Also ungefähr so viel. Im letzten Monat bin ich, glaube ich, also mit Hin- und Rückflug 8, 9, 10 Mal oder so geflogen und natürlich trocknet es dann meine Haut auch noch mega aus und stresst meine Haut. Also ich mache das wieder wie bei der Gesichtsreinigung oder bei dem Reinigungsgel. Ich verteile das wieder so und dann gebe ich das ganz vorsichtig, nicht drücken und nicht reiben, einfach auf meine Haut auf. Ja, also meine Haut fühlt sich sehr, sehr gut an und sie fühlt sich halt beruhigt an und sie fühlt sich sehr sauber an. Was ich jetzt noch machen würde, ist Zähne putzen. Das mache ich meistens vor der Creme, einfach damit ich das nicht wieder runternehme. Aber ansonsten würde ich dann halt gar nichts mehr machen. Nicht das Gesicht immer so durchfassen und so. Das ist halt auch noch so ein Tipp von mir. Ja, und das war's auch schon mit meiner Abschminkroutine. Also ich freue mich auf jeden Fall, zu dem Garnier Hautklassgott zu gehören. Vergesst nicht, ich habe euch die Mädels auch nochmal in der Infobox verlinkt. Eben die 28-Tage-Challenge nochmal nachschauen von dem französischen Model mit den Unreinheiten. Ihr könnt euch nochmal so ein bisschen informieren. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall noch fürs Zusehen und ich wünsche euch einen wundervollen Tag oder Abend, wie auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.